Und damit willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64 DS. Wir können endlich als Luigi herumlaufen, auch im Schloss. Und das finde ich mega super. Wir haben im letzten Part noch diese Welt da angefangen, wo wir gleich mal den vierten Stern holen. Außerdem sind da schon die 100 gelben Münzen und die 8 roten Münzen eingesammelt worden von uns im letzten Part. Rollende Stämme, so heißt die nächste Aufgabe. Und dann geht es direkt los. Rollende Stämme, da hinten irgendwo der Stern. Ich frage mich nur, wie ich da hinkomme. Wie komme ich da hin? Da ist schon mal der Stern, aber da komme ich nicht so durch. Dann gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Eigentlich brauche ich keine Münzen mehr einsammeln, aber das war im letzten Part sehr, sehr doll spannend, weil es ist nicht gerade einfach, hier 100 Münzen zu sammeln und nicht generell. Es ist auch nicht einfach zu überleben hier. So, das Schöne ist, dass Luigi so ein bisschen strampeln kann. Das ist hier gerade bei der Lava sehr, sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. So, ich denke mal, wir müssen da auf dieses Ding drauf, dann führt uns das weg. Ah, meine Kameraperspektive ist nicht so toll. Das ist mit rollender Stämme gemeint. Na toll. Na toll. Ah, ja, ja, da ist. Ja, ich sehe es doch schon. Ich sehe es doch schon und ich bin tot. Einmal runterfallen oder einmal ins den Feuerstrahl hinein. Und man ist tot. Das ist doch herrlich. Nicht. Egal. Dann geht's nochmal auf ein neues Los. Oh, zack. Und rüber hier. Jetzt müssen wir halt da ganz schnell hin. Allerdings weiß ich ja jetzt den Weg. Also von daher ist ja alles gut. Wir nehmen mal ein paar Abkürzungen, obwohl das gerade sehr, sehr knapp war. Aber, ja. Wenn es nicht knapp ist, ist es nicht spannend. Und es soll ja spannend sein. So, ich bräuchte nur eine bessere Kameraperspektive. Danke sehr. So, der rechte Strahl da, der hat mich so ein bisschen aus dem Konzept geworfen, so ihr seht. So. Gut, dann hier mal hin. Jetzt brauche ich hier eine gute Kameraperspektive, genau so. Und jetzt müssen wir hier rollen. Nicht zu schnell rollen, nicht zu langsam rollen. Und vorsichtig sein, vorsichtig. So, und hier rüber. Wunderbar. Und dann haben wir es doch schon geschafft, oder? An sich ja, oder? Ja, doch. Da ist der Stern. Wunderbar. Gut, der Stern gehört uns. Ach komm, das ging jetzt relativ schnell. Dann können wir gleich noch den zweiten Stern hinterherhauen. Dann wird das wieder ein sehr erfolgreicher Part, so soll es doch sein. Und dann können wir mal zu einer anderen Welt gehen. Wir wollen ja auch mal so langsam hier die Welten abschließen, dass wir King Bowser erneut antreten können. Ab in den Vulkan heißt diese Aufgabe. Oh, ab in den Vulkan. Ja, der Stern scheint komplett im Vulkan drin zu sein. Sind sie denn verrückt? Moment mal. Der Block war vorher noch nicht da. Kann ich da über die Lava? Sehr, sehr cool. Kann über die Lava. Und ich kann den da weghauen. Vielleicht muss ich auch mit dem Ding da in den Vulkan hinein. Wer weiß. Auf jeden Fall bin ich im Vulkan drinnen. Eieiei, das sieht sehr, sehr heiß aus. Das sieht äußerst heiß aus. Hier ist Mario. Können wir hier Mario brauchen eigentlich? Was ist denn der Vorteil hier an Mario? Eigentlich finde ich Luigi hier ein bisschen vorteilhafter, da wir halt das Strampeln haben. Und auch seine Rückwärtshaltos sind ja, viel, viel angenehmer. Ei, ei. Okay, ich bin nicht ganz tot. Normalerweise ist man bei sowas gleich ganz tot. Damit habe ich halt jetzt auch nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich gucke mir das mal hier mal ein bisschen genauer an. Okay, okay, okay. Ach du Heilige, es geht ja wirklich sehr weit nach oben. So, hier kann man auch ganz gut mit dem Rückwärtsseite von Luigi arbeiten. Daher machen wir es auch, sicher ist. Sicher. So. Von dem haben wir wieder. Und was ist hier faul? Kommen hier wieder solche Dinger aus der Wand? Das sieht halt so verdächtig hier aus. Oh nee. Dann gehen wir mal hier durch. Wir gehen hier durch. Wir gehen hier durch. Danke. So, Rüberzeiter. Wunderbar. No! Danke für das One-Up. Jetzt bin ich doch Mario. Ich wollte nicht Mario sein. Aber jetzt ist es so. Ich glaube, es gibt ja auch keinen Gegner, der mich so aktiv schaden kann, als ich halt meine Mütze verliere. Nee, den gibt es hier nicht. Das heißt, ich bin jetzt an Mario gebunden. Die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, bzw. Mario zu entfernen, wäre eine andere Mütze aufzunehmen oder halt einen Gegner hitten. Allerdings ist beides hier nicht möglich.
Wir haben ja keine Gegner aus die Bullies, aber die. Die. Ja, haben ja keine. Die schaden mir ja nicht. Die hauen mich ja nur weg und hauen mich dann in die Lava. Das ist ja deren Angriffsschema. So, dann erneut hier. Keine Ahnung, was da gerade los war. Ja, falscher Winkel war das. Das war der falsche Winkel. So. Das sieht. Naja, man kann so ein bisschen. Man muss da ein bisschen mit der Karte arbeiten. Man muss da ein bisschen mit der Karte arbeiten. So. Genau, die Karte ist da ein sehr guter Hinweis. Und nun haben wir auch diesen Stern. So, dann gucken wir uns mal die ganzen anderen Welten mal an, wo es noch Aufgaben gibt. Zum Beispiel in der Wüste oder da, wo wir mit Wario waren. Also nicht mit Wario, sondern mit der Wario-Mütze, so ihr sehen. Aber ich will erstmal kurz mal in die Wüste hinein. Ob es da irgendwas gibt? Ein Stern in der Kiste. Da war, stimmt, da waren wir schon mal. Allerdings habe ich nicht gewusst, was ich hier machen soll. Und ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen soll. Ich kann aber mal wieder googeln, wie ich das schon mal gemacht habe. Letztens, was strampelt hier so herum? Bei Big Boos, Geisterhaus, oder wie das heißt. Ein Stern in der Kiste. Was könnte das denn sein? Ach, da hatte ich ja die Vermutung, dass es irgendwas mit so einer schwarzen Box zu tun hat, oder? Ich guck mal kurz mal nach. Ja, ich hatte recht, das ist etwas für Wario. Und das ist wirklich diese schwarze Box, die ich da schon mal gesehen habe. Wo ich auch, glaube, in dem Part, wo wir da waren, auch gesagt habe, ja, da ist... das wird wahrscheinlich der Stern sein. Und das war auch der Stern. So, ich will mal kurz mal gucken. Hier bei den ersten Welten. Piratenbucht Panik. Gibt es da noch einen Stern für Luigi? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Das sind Sterne für Wario. Bei Luigi hat er, glaube ich, keinen Stern. Bilberberg Bob. Auch Wario. Big Boost Borg. Ja gut, da sind wir noch am machen. Grüne Giftgrotte hat noch am wenigsten Sterne. Dann gehen wir in die grüne Giftgrotte. Genau, das machen wir. Das machen wir. Jetzt müssen wir leider wieder den ganzen Weg... runtergehen, weil ich halt das Level so verlassen habe, ist aber nicht so schlimm. Naja, machen wir erstmal das, machen wir erstmal das. So, in der grünen Giftgrotte, die ist dort rechts in diesem einen Raum. Schade, dass hier kein Hase für Luigi ist. So, und zwar hier. Gibt sogar keine Sternenanzahlen mehr, die man braucht, um in die Räume reinzukommen. Das war einmal. Vorsicht, giftig. Ach, ja, das war ja... Wir sind ja hier ein paar Mal reingegangen, schon in die Aufgabe. Aber ich habe ja da andere Sterne geholt. Vorsicht, giftig. Das war ein Stern nämlich da hinten. Ups. Ich dachte, ich schaffe so den Sprung. Ich war da jetzt ein bisschen leichtsinnig. Gut, Leichtsinnigkeit wird bestraft. Naja, gleich nochmal rein. Und nochmal richtig. Vorsicht, giftig. Dann machen wir auch einen schönen Weitsprung. Und wie man das halt Riolia kennt... So, zack. So sieht es doch schon besser aus. Das ist... Allerdings muss ich da zu diesem Giftbereich, wo wir mit Wario waren. Brauche ich das für Wario oder kriege ich das auch mit Luigi hin? An sich kriege ich das auch mit Luigi hin. Genau. Warte. Da müssen wir... Warte. Nee, Absala. Das hat weh. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen zurück, genau. Hier runter zu diesem großen Raum, wo die 8 roten Münzen waren. So, langsam bräuchte ich mal eine richtige Heilung hier. Also, es gibt ja ein Glück genügend Münzen dort hinten. Hoffe ich, glaube ich, mutig. Ja, zum Beispiel du da hinten. Komm mal her. Hallo, ich sagte, komm mal her. So, gib mir mal deine Münzen. Ich brauche hier volle Leben. Gerade wenn es um das Gift geht, da brauche ich die. So, man hat jetzt übrigens auch, seht ihr auf dem Touchscreen, Zugang zu Marius und Varius Mütze. Da wir ja jetzt mit Luigi hier reingegangen sind, stehen uns halt die anderen beiden Mützen zur Verfügung. Luigis Mütze war ja hier drin nicht. So, gut, dann... Ach, hier wären auch nochmal Münzen gewesen, gehen wir aber hier runter. Ich bin direkt im Gift, allerdings ist das nicht so schlimm. So, laut Karte müssen wir dort hinten... Wenn ich mit Luigi meine Spezialfähigkeit reingehe, bin ich dann geschützt? Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe.
weil ich muss da hoch. Ich muss da hoch, weil das ist der Zugang zum Stern, glaube ich. Hier gibt es auch noch mal ein paar Münzen, ist ja nett. Und dann geht's hier hoch. Und da müsste dann der Stern sein. Weil wir sind jetzt auf der anderen Seite von diesem Portal, wo wir schon mal waren. Genau. Da waren wir ja häufiger, um, glaube ich, zu Nessie zu gehen. War das, glaube ich. Und jetzt sind wir halt auf der anderen Seite. Wunderbar. Dann haben wir diesen Stern geholt. Machen wir gleich noch einen weiteren Stern dazu. Und was ich in diesem Part noch gerne machen würde, ist mit Yoshi mal hier in den Keller gehen und mal gucken, ob Yoshi hier noch ein paar Hasen zu fangen hat. Das wäre nämlich durchaus möglich. Notausgang mit Tücken heißt die nächste Aufgabe. Okay, Notausgang mit Tücken. Da hinten, okay. Warte, brauche ich da vielleicht Wario? Das kann sein, dass ich Wario dafür brauche, weil da ist ein schwarzer Block. Nein, nicht sterben gehen, nicht sterben. Das heißt, ich nehme mal kurz Wario. Ah, ich muss da jetzt einen Umweg gehen. Weil ich schaffe den langen Sprung auf der anderen Seite mit Wario nicht. Also ich muss hier lang gehen, ist aber nicht das Problem. Und rüber da. Wunderbar. Ah, ich sehe nichts, danke. Ist ja auch nur ein kleiner Umweg. Hier, zack. Stampfattacke, damit ich Fallschaden vermeide. Dann kann ich hier entlang. Was könnte das sonst für ein Stern sein? Nee, das könnte in dem. Ich weiß halt nicht, was ist unter dem schwarzen Block. Da habe ich bisher noch gar nicht reingeguckt. Wir werden es gleich herausfinden. So, da sind wir. Zwar ein kleiner Umweg genommen, aber es ist nicht das Problem. Hier, dieser schwarze Block, da meine ich. Den da meine ich. Was ist da drin? Nein. Habe ich das? Nur ein Maxi-Pilz. Vielleicht hat das was trotzdem damit zu tun. Warte, guck mal, dort oben, da scheint noch irgendwie was. Oder? Nee, da ist noch was. Ja, da ist auch der Stern. Doch, wie komme ich da ran? So, jetzt wird mal Zeit, genau. Also ich mal. Ich würde auch gerne mal von Gegnern getroffen werden, weil es ist halt ein bisschen lästig jetzt hier. Hallo. Danke. Danke, oder? Achso, so geht das natürlich auch. Ich dachte, der Schaden zählt da nicht. Aber okay, wunderbar. Dann bin ich ja jetzt wieder Luigi. Vielleicht kriege ich das mit bisschen Trick 17 hin. Aber stimmt, Luigi kann hier keinen Wandsprung. Mit Wandsprung wäre das nämlich super möglich. Ich glaube, er kann keinen Wandsprung. Nee, kann er auch nicht. Mit Mario? Würde es mit Mario funktionieren? Ihr seht auch, dass Luigi sehr weit hochkommt. Mario kommt hier auch so hoch, glaube ich. Ist das mit Wandsprung ganz gut möglich? Oder wir gucken uns noch eine andere Position an. Vielleicht hier irgendwie? Da. Vielleicht komme ich da hoch mit Luigi. Ja, ich hab's wirklich geschafft. Oh mein, wo bin ich denn hier eigentlich? Was ist denn das für eine Tür? Weißt du? Okay. Ist das der normale Weg? Nee, das ist nicht der normale Weg. Es ist an sich anders. Es sollte an sich anders gemacht werden. Stimmt, hier oben war ich doch schon mal. Wollte den Stern holen und dann bin ich doch runtergefallen. Stimmt. Den Stern wollte ich doch mal holen. Heieiei. Und dann bin ich hier irgendwie runtergefallen und dann habe ich mir so gedacht, nee, lass ich. War das im letzten Part? Im vorletzten Part oder wann war das? Weiß ich gar nicht mehr. Warum habe ich das dann sein gelassen? Aber ich bin da mal hingegangen. Also den Weg haben wir schon mal gesehen, wie es dahin geht. Jetzt habe ich euch die Abkürzung gezeigt. So rum. So ist es gut. Ja, das war wirklich mit Tücken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dann haben wir hier jetzt Sterne geholt. Wo wollen wir denn jetzt hingehen? Wollen wir nochmal zu Big Boost Burg? Da mal gucken, ob es da nochmal einen Sterne gibt. Oder... Ja, in der Wüste kommen wir nicht weiter. In der Wüste, da brauchen wir Wario für. Und bis wir Wario haben, das dauert noch ein bisschen. Wir haben ja erst Luigi bekommen. Dann gehen wir mal jetzt, in das Geisterhaus wieder. Gucken, ob wir da noch was haben. Sonst gibt es natürlich auch noch ein paar andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel mit Yoshi. Ein paar Hasen holen. Aber ich denke mal, einen Stern in der Burg kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann können wir mit Yoshi uns auch nochmal drum kümmern, dass wir ein paar Minispiele kriegen. Und können nochmal ein paar Minispiele spielen. Warte, ich höre einen Hase. Ich habe einen Hasen gehört. War das ein Hase? Ich meine, ich habe einen Hasen gehört. Ist natürlich auch möglich, dass hier hinten ein Hase ist.
nicht. Ich hab nur. Okay. Ich hab doch einen Hasen eindeutig gehört. Ich geh noch mal kurz raus. Da! Warte gerade der Hase zu. Ja, hier. Da hört man ihn. Man hört ihn. Wo ist der Hase, bitteschön? Warte, da oben vielleicht. Ja, da ist er. Ein Hase hier versteckt. Wie kamst du hier hoch, mein Freund? Na gut, dann haben wir dich wenigstens. So, speichern und weiter. Dann haben wir jetzt schon mal nochmal einen Hasen. Sehr, sehr gut. Und nun geht es... Upsala. Mit Luigi hier rein. Da, wo wir Luigi haben, so gesehen. Zack. Auge in Auge im Geheimzimmer. Und die Welt ist auch bald abgeschlossen. Das ist der vorletzte Stern. Nice. Auge um Auge im Geheimzimmer. Warte, ist das Zimmer da hinten gemeint? Kann eben sein, dass wir auch hier nicht alle Sterne bekommen, weil hier sind natürlich auch die schwarzen Blöcke. Bedeutet, da könnte so ein Sternschalter oder so drunter sein. Aber dann müsste ja an sich irgendwo... Genau, dann müsste ja irgendwo ein Ort sein, wo das Stern spawnt. Und da habe ich bisher keinen entdeckt. Na, mal gucken. Vielleicht sind das wirklich dann nur ein paar Münzen da drin. Das kann ja sein. So, Auge um Auge im Geheimzimmer. Ich glaube, es ist dieses Zimmer mit gemeint. Weil, nee, hier war das Auge nicht. Wo war das Auge? Nee. Oder war es das große Gebäude? Sorry. Ich entschuldige mich bei einer Spinne, als ich sie umgebracht habe. Oder war das das Gebäude da? Aber es heißt ja Zimmer. Weil hier ist auch ein Auge, aber drinnen war auch noch irgendein Zimmer mit Auge. Wir zerstören dich mal kurz. Aber nee, ich glaube, das Zimmer hier ist nicht gemeint. Das hier ist nicht gemeint. Nee, ist es auch nicht. Die Plattform, die da ist, die führt zum Geisterkarussell nach unten hin. Es muss hier unten ein Zimmer sein. Wo könnte ein Auge drin sein? Eventuell auch hier. Ja, hier ist ein Auge. Das hier ist wohl das geheime Zimmer, aber es sieht nicht so geheim aus halt. Daher dachte ich zuerst an den Raum da hinten. Weil das schon ein bisschen geheimer wirkt. So, liebes Auge, danke sehr. Und hier muss irgendwas sein, würde ich jetzt mal schätzen. Oder es gibt noch ein Zimmer mit einem Auge, aber nee. Ich glaube nicht. Ja, das... Warte, da oben. Was ist da denn? Komme ich da irgendwie hin? Ach nee, das ist oben so ein Raum. Aber dennoch. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir halt in der ersten Etage. Schön, dass man hier schön cheaten kann. Das heißt, ich kann rein theoretisch, wenn ich den ersten Stern mit Luigi mache, da hatte man ja noch keinen Zugang zu den obersten Etagen. Könnte ich hier rüber so nach oben gelangen. So, könnte hier oben noch ein Raum sein mit einem Auge? An sich vielleicht da... Ah, ja. Ich wollte eigentlich hier nicht runter. An sich hier. Entweder der Raum oder der Raum dahinter. Ja, genau. Hier muss irgendwas sein. Vielleicht mit den Särgen oder so. Ah, shit. Es ist halt so eng hier. Okay, wir haben ihn. So, Münze her. So, hier muss jetzt irgendwas sein. Vielleicht wirklich in den Särgen. Mal gucken. Da waren ja auch ein paar rote Münzen. Vielleicht ist da auf... Warte, könnte da vielleicht irgendwo ein Geheimgang drunter sein? Nee. Da ist schon mal nichts. Hier war die rote Münze drunter. Hier, wenn ich da durchlaufe, ist auch nichts. Das ist merkwürdig. Es handelt sich wahrscheinlich wirklich um dieses Zimmer, würde ich schätzen. Aber ich sehe hier rein gar nichts, was hier sein könnte. Aber die Karte lässt nichts vermuten. Und Särgen, die nicht hochgehen. Stachelattacke bringt auch nichts. Es öffnen sich genau drei Särge. Die anderen drei Särge wollen nicht.
Okay, ich habe jetzt, weil wir halt auch nicht mehr so viel Zeit haben, mal zum Ansatzpunkt mal geguckt. Und ja, es gibt dann, also es gibt noch einen weiteren Raum mit einem Auge. Ich weiß nicht, wo er ungefähr, ich weiß nicht, wo er ist, ich weiß nur ungefähr, wo er ist. Und zwar irgendwo hier oben muss er sein. Und da sieht, da sieht man schon auf der Karte, da sieht man schon auf der Karte. Hier, ja, wahrscheinlich durch mit, warte, wir brauchen dafür Luigis Fähigkeit. Die gibt's hier draußen, richtig, richtig. Ja, ist mir jetzt egal. Braucht man Luigis Fähigkeit für. So, genau, hier rein. Dann kann man da nämlich durch das Zimmer durch. Auch sehr, sehr cool. Und dann gibt es hier das große Auge. Aber so ein bisschen stört mich so ein bisschen, dass ich nur Hälfte Leben habe. Komm, 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 komm. So, jetzt hier dann noch durch, jetzt da noch durch. Danke, 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 wir haben es hinbekommen, wir haben es hinbekommen. So, jetzt. Buhu, also hier ist ja auch eh noch ein Buhu, den ich mal unbedingt killen will, besiegen will, wie auch immer. Ja, jetzt besiegt er mich, so gesehen fast. Ich muss in Bewegung bleiben, wegen dem Auge. Buhu, komm her hier. Danke. So, jetzt haben wir's. Zumindest das schon mal. So, zack, zack, zack. Haben wir ihn, haben wir ihn, haben wir ihn. Sehr gut. Jetzt fehlt hier nur noch ein einziger Stern. Und den werden wir natürlich auch noch holen. Allerdings nicht mehr in diesem Part. In diesem Part kommt jetzt noch, ja, Schlüsselsuche, ob noch ein Schlüssel im Keller ist mit Yoshi. Und ein Minispiel noch. So, da nicht mehr so viel Zeit ist, kürze ich das Ganze mal ab. Yoshi holt man, indem man einfach mit Luigi in Luigis Tür reingeht. Wir hatten schon wirklich ewig Yoshi nicht mehr benutzt. Sollten wir mal wieder häufiger machen. Weil mit Yoshi ist der Vorteil, man kann die Luigi-Mützen aufsammeln, die Mario-Mützen und später dann auch die Wario-Mützen. So, und ja, jetzt muss ich erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. So wie im letzten Part. Und hier ist wirklich noch ein Hase, der hier herumspringt für Yoshi. Das ist doch... Warte, der läuft da in eine Falle hinein. Der läuft in eine Falle hinein. Und zwar hier. Habe ich dich. So, wunderbar. Dann gib mir deinen Schlüssel her. Ich denke mal und hoffe mal, dass hier sonst weiter kein Hase ist. Sonst, ja, am Ende des Let's Plays spätestens werden wir ja dann sehen, ob uns noch Schlüssel fehlen oder nicht. So, hier kann ich auch jetzt das auch mal Ganze abkürzen, damit wir wirklich noch Zeit für diesen einen, für das eine Minispiel haben. Und gleich das, was Yoshi da hat. Und ich hoffe mal, es geht relativ schnell, dass wir noch ein weiteres Minispiel schaffen. Grimassen ziehen. Ordne die Slots auf dem Touchscreen so an, dass ein Gesicht zu erkennen ist. Stimmt das Gesicht mit dem auf dem oberen Bildschirm überein, erhältst du mehr Münzen. Okay. Ach, das ist einfach... Ah, okay. Mario. Na, shit. Einfach hier... Ja, das ist halt... Ganz simpel. Das war jetzt halt ein bisschen belastend. So... Jetzt. Na, es hat ein bisschen zu lange gebraucht. Ah, ich krieg das hier nicht hin. Ich habe noch 6 Münzen, also. So, Mario ist in der Mitte. Das passt doch am besten. Das kriege ich jetzt hin. So, was ist denn hier Marios Gesicht? Ach, Mann. Letzter Versuch. Da ist Mario. So. Och, nö. Gut, das gehen wir nicht hin. Oder haben wir noch einen? Ne, haben wir nicht. Game over. Dann machen wir noch ein Minispiel von Luigi, weil darauf habe ich am meisten Bock. So, hier gleich fangen wir von vorne an. Das hier ist Gedächtnistraining. Decke immer 2 gleiche Karten auf, diese verschwinden. Lass alle Karten verschwinden, um das Spiel zu gewinnen. Memory. Und hier dieser Screen, der ist halt einfach legendär. Und ja, ich liebe die Luigi-Minispiele. Habt ihr die auch immer so gefeiert? Könnt ihr ja mal, auch ja mal schreiben. So, da ist Pilz, Blume war unten links. Wolke muss eins der beiden sein, na toll. Aber wir haben es hinbekommen, eine Münze ist uns noch übrig geblieben. Hab gewonnen, ja. Und kriege Münzen dazu. Ja, Luigis Minispiele sind alle mit Münzen, so jetzt hier. So, Wolke und Pilz. Oder Pilz und Pilz. Ja, sieht doch schon besser aus. Hier ist noch die Feuerblume, die ist da an der Stelle leider nicht. Aber hier ist eine Feuerblume, sehr schön. Da der Stern und die Wolke.
Ist halt am Anfang noch relativ einfach. Später wird's schwieriger. Dann haben wir noch zwei Rundenzocker. Da Wolke und Blume. Oder Blume und Blume. Wunderbar. Sind ja auch nur insgesamt 8 Karten. Bedeutet, das ist ja wirklich noch relativ machbar. So, da war der Stern. Okay, ein Glück habe ich den Stern jetzt bekommen. Und noch der Pilz am Ende. Oder ich mache so lange, bis ich wirklich mal verliere. Weil wenn ich verliere, dann ist doch gleich nicht Game Over, weil ich noch genügend Münzen als Einsatz habe. So, Wolke und Stern. Blume und Pilz. Wolke, Stern, genau. Jetzt kriege ich das hin. Blume und Wolke, glaube ich. Oder war es Pilz? Ich glaube, es war Pilz. Ja, es war ein Glück Pilz. Heieiei. Glück gehabt. Ich glaube, jetzt wird es schwieriger, weil es das 5. Match ist. Oder? Nee, er ist wahrscheinlich dann nach der Runde. Okay, dann haben wir den Pilz und den Stern. Blume. Blume. Oh, nice. Stern. Wolke. Ach, schade. Warte, Pilz war das hier, genau. Dann unser 6. Match. Ach, Luigi. Ich finde das super. Ich habe das sowieso. Ja, jetzt wird es schwieriger. Jetzt sind es nämlich 10 Karten. Dementsprechend wirklich schwierig geworden. So, Mario und Stern. Mario ist dazu gekommen. Oder Wolke und Pilz. Wolke war hier. Mario, Stern, Pilz. Stern war hier. Genau. Blume, das ist Ratespiel. Glück gehabt. Pilz war hier. Oh, wirklich Glück gehabt. Bis jetzt noch kein einziges Mal verloren. Also noch geht's weiter. Schon ordentlich Münzen aufgebaut. Hier kann man Highscores aufbauen, das ist heftig. So, Stern und Pilz. Stern, Pilz, Mario, Wolke. Stern, Pilz, Mario, Wolke. Ach, Blume, natürlich. Oh, ja moin. Stern, Pilz, Mario, Wolke. Stern, Pilz, Mario, hier. Stern. Oh, als ich die Runde jetzt auch noch gewonnen habe. Ich dachte, als ich die Blume gesehen habe, jetzt ist vorbei. Aber ich hatte ein Glück wirklich gerade richtig hier. Ja, moin. Oh, nächste Runde. So, Wolke, Stern. Ich mache das übrigens immer meistens so mit den Ecken. Kann ich mir am besten merken. So, Wolke, Stern, Mario, Pilz. Toll. Wolke, Stern, Mario, Pilz. Jetzt habe ich die Wolke. Jetzt ist vorbei. Ja gut, dann ist das jetzt hier generell vorbei. Achso, die Pilz hatte ich schon. Ja, das war jetzt ein Fehler von mir. Gut. Liebe Leute, im nächsten Part geht es weiter. Freut euch darauf. Dann werden wir mal gucken, dass wir so die Welten im Keller mal wirklich abschließen. Einerseits Big Boos Burg wollen wir abschließen. Und ja gut, in der Wüste kommen wir eh nicht weiter. Dann in diesen komischen giftigen Tempel, dieses giftige Zeugs da, die Welt. Da müssen wir auch mal gucken, wie viele Sterne wir da noch holen können. Ja, und dann gibt es noch die Feuerwelt, die noch zu abschließen, die ich noch abschließen muss. Und dann sind wir da durch. Genau, im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin und tschüss.